Tja. Aber das Flaschensammeln finde ich, das finde ich nett. Ich finde das lustig. Flaschen, weil da gerade eine Flasche lag. Ich wollte eigentlich sagen, hier, Karten, die Superheldenkarten, finde ich nett. Okay, das war wohl alles. Jetzt, weil ich das gesagt habe, habe ich das Gefühl, ich habe was vergessen. Aber wahrscheinlich war da oben wirklich sonst nichts, oder? Aber das Gebiet ist mir fast ein bisschen zu groß. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen. Ich meine, das ist offensichtlich unser Ziel da vorne, oder? Ich muss mal auf die Karte nochmal schauen. Hallo, Katze. Hallo. Ah ja, guck, hier werden mir sogar Fragezeichen angezeigt. Wenn ich jetzt... Aber sehe ich irgendwo auch unser Hauptziel eigentlich? Oder da oben, warum ist das eine Fragezeichen so halb durchgestrichen? Und das, wo ich jetzt bin... Ach, das ist durchgestrichen einfach, nicht nur halb. Dann reite ich jetzt mal noch geradeaus, wo ich jetzt hingucke. Weil wahrscheinlich ist da noch was. Optionales. Okay. Und deine Meinung über das Spiel bis jetzt, für mich ein Meisterwerk und super erzählt. Also meine Meinung ist bis jetzt von dem Spiel auch sehr, sehr hoch. Wirklich sehr hoch. Die ersten Stunden haben mich schon sehr beeindruckt. Eben sowohl narrativ, das ist sowieso genial. Also wirklich super auf einem super hohen Niveau. Wollen wir reingehen? Entscheid du. Aber auch das Gameplay. Und da hatte ich ein bisschen die Befürchtung, dass das Gameplay darunter leidet, dass das Spiel eben eine sehr narrative Erfahrung wird. Aber das Gameplay ist voll in Ordnung bis jetzt und sogar gut eigentlich. Insofern, das Erkunden der Welt, die Rätsel bis jetzt, alles gut, kann man überhaupt nichts sagen. Ich habe keine Kritikpunkte bis jetzt, keine wirklichen Kritikpunkte. Und fünf bis jetzt auch das alles cool. Gut. Aber hab halt auch erst... Scheiße, wir könnten zerquetscht werden, Art. 4 Entspann dich. Von 30 das ist Stunden. Das bestimmt schon seit Jahren so. Das wird nicht heute einstürzen. Glaube ich. Gefällt mir nicht. Mist. Ah, aber wirklich Mist. Entscheide du. Klicker. Ah, ich hasse Klicker so. Ich hasse Klicker so. Hauptziel ist umkreist. Gut, okay. Bin gespannt, was du am Ende sagst. Ich auch, wirklich. Ich bin wirklich gespannt. Freue mich echt schon drauf. Ich habe jetzt auch vor, dass ich mir das Spiel auch teilweise noch bis für den 24-Stunden-Stream aufhebe am 10. nächsten Monat. Da sind wir bestimmt noch nicht durch. Damit ich das auch im 24-Stunden-Stream nochmal gleich viele Stunden am Stück weiterspielen kann. Damit wir vorwärts kommen. So, was machen wir jetzt? Klicker und Runner sind hier. Oder Runner sind's nicht. Dingsy, die erste Stufe. Stalker, oder? Jetzt würde ich den Klicker hier gerne geheim erdolchen. Mr. Klicker, sind die mal eben kurz... Der hat auch noch eine kugelsichere Weste an. Ob das wirklich beeinflusst, wie viel der aushält? Oh... Ellie, ganz gechillt, Ellie. Ganz gechillt. Nein! Ach, dammit, der Klicker ist nicht tot. Somit sind wir jetzt ziemlich tot, würde ich sagen. Da ist außerdem noch ein Klicker. Ich hasse Schleichen. Habe ich das schon mal erwähnt? Bin nicht gut im Schleichen. Ah, nein, du kommst mir gerade überhaupt nicht gelegen, leider. Ich glaube, ich muss jemanden retten hier. Lauf, Ellie! Lauf! Oh mein Gott, lauf doch bitte. Alles cool. Dafür mag ich Third-Person-Shooter. Was ich an... Okay. Puh.
Gut. Das waren alle. Dass ich an Schleichen nicht drauf habe, mache ich doch Third Person Shooten wieder aus. Wieder wett. Das passt schon. Brauche nur Munition. Das sind doch keine Soldaten. Ja. Weiß nicht. Dass Klicker halt so One-Hit-Kill-Gegner sind. In jedem Spiel finde ich One-Hit-Kill-Gegner furchtbar. Ich finde es so furchtbar. Das stresst mich. Wenn ich die nur sehe, denke ich mir schon, oh Gott, gleich berührt er mich und dann bin ich instant tot. Aber zum Glück war es nicht so. Diesmal. This time. Not this time, Klicker. Not this time. So. Nachladen. Das Gewehr könnte ich. Nee, oder? Doch, eigentlich weiß ich nicht. Passt da. Nee, eigentlich könnte ich nachladen. Ich weiß nur nicht wie. Irgendwie könnte ich bestimmt nachladen. Aha, so war's. Dann ist es ja gut. Genau, dankeschön. Na, ich hoffe, das lohnt sich, hier reinzukommen, Mensch. So ein halber Lappen ist ja schön und gut, aber... bis jetzt noch nicht so der... nicht so der richtig lohnenswerte Loot hier. Eine Tasche? Interessant. Ah, ein Zettel. Eine Karte, eine Vault, eine Kombination. Ich glaube, diese Schutzwestentypen wollten die Bank ausrauben. Ja, ja. Mann, das ist wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. Oh ja, ich liebe diesen Film. Die Surferbankräuber, klingt nach einem coolen Film. Gibt's den wirklich? L-Lieferant, ich kenne Surf Ninjas, aber das ist, glaube ich, wieder was anderes. L liefert NKB ab. Ankunft, Vordereingang 0100. Okay, das sind quasi nur Beobachtungen über die Sicherheitsleute quasi so ein bisschen. Das ist uns eigentlich egal. Uns interessiert nur die Kombination 602306. Ich schreibe das mal schnell in den Chat, in die Chatleiste. Da muss ich nachher den Zettel nicht wieder rausholen. So, 602306. Acht mal auf Spiegel im Spiel. Ich habe schon einen Spiegel gesehen mit echten Reflektionen. Da bin ich immer sehr begeistert, wenn Spiele das machen. Gefällt mir immer wieder. Na bitte. So, jetzt passt auf. 60. Dass der Zettel aber auch direkt neben dem Safe liegt. So kurz vorm Ziel. Gestorben. Da musste er, da ist aber dann alles sehr schnell gegangen, ne? Wenn da noch Wachleute waren, ich rekonstruiere das gerade so ein bisschen, aber wenn da noch Wachleute am Bewachen waren und die sind da mit ihren schutzsicheren Westen rein und wollten das überfallen und sind jetzt tot oder teilweise Pilzzombies, dann war keine Zeit mehr, die wegzuräumen. Also da ist schon alles ziemlich verfallen scheinbar. Vielleicht gab es keine Überlebenden oder ein paar Überlebende, die geflüchtet sind und der Rest ist zurückgelassen. Wurden die vielleicht schon von Pilzzombies attackiert während des Überfalls und deswegen ist alles eskaliert? Wer weiß. So. Mit der Pumpgun, das ist die Waffe, die ich brauche. Die Anti-Clicker-Pumpgun. Dankeschön. Danke, Mann. Ja, aber wirklich danke, Mann. Wirklich. Ah, bin ich froh. Jetzt fühle ich mich gleich ein bisschen sicherer mit der Pumpgun. Sieh dir das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Mann, früher in der alten Welt... werden wir reich. Das stimmt. Cool. Oh oh. Der eine Ring. Sick Party. Nee, ich weiß nicht. Sick Parvis Magna. Hm. 29. Januar 1596, 932. Keine Ahnung, ob das noch wichtig wird. Irgendeine Zahlenkombination. Irgendwas Lateinisches wahrscheinlich, das ich leider nicht lesen kann. Die waren schon hier drin, da sind schon Säcke voller Geld. Ich bin gespannt, vielleicht wird es noch aufgelöst, was hier passiert ist.
Trophäe erhalten. Ich dachte schon, die Batterie des Controllers ist wieder leer. Oh. Was meint die Community? Wie würdet ihr das Spiel bewerten von 0 bis 10? 10 Punkte, 8 Punkte. Wenn man Naughty Dog erzählen lässt und sich drauf einlässt und nicht, was man selbst gerne hätte. Ah ja, okay, ich verstehe. Also, du bist quasi auch letztendlich mit der Story nicht ganz zufrieden eigentlich, aber lässt dich drauf ein, so ein bisschen, lese ich daraus. Bin gespannt. Diese Scheiße, ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Neil hat mich belabert. Hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die überall herumlaufen. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher hier auftauchen müssen und dass alles schiefgelaufen ist. Tatsächlich, es kamen also echt Pilzzombies und keine Sicherheitsleute anscheinend. Nochmal eine 8, eine 9. Also im Schnitt sehr hoch bewertet hier. Im Schnitt eine 9 quasi. Also, wie gesagt, es ist noch viel zu früh, als dass ich das Spiel jetzt schon wirklich bewerten würde. Aber ich denke schon, dass das definitiv eine 9 von 10, vielleicht eine 8, je nachdem, werden würde. Wenn jetzt nicht irgendwie was ganz maßgeblich Spielzerstörendes noch kommt. Keine Ahnung. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass sie kam, bla 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 bla. Ich habe einen von Kyle weggezerrt, der hätte mir fast in den Arm gebissen. Und dann haben mich meine eigenen Leute hier erschossen. Warte mal. Und dann haben mich meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Ja, das macht mehr Sinn. Carter, hallo. Jo, hi Carterchen. Machen wir wieder eine Catcam. Leider nur mit Rücken heute. Vielleicht legt er sich ja noch hin. Die Cops werden bald da sein. Wenn ich untergehe, gehen meine Freunde mit mir unter. Meine Freunde unter Anführungszeichen. Ich werde es den Zeitungen erzählen, dem Fernsehen, verdammt nochmal jedem, der es hören will, dass Kyle Peters, Leon Travis und Neil Grant gottverdammte Feiglinge sind. Jo, Kotterchen. Auf der Rückseite steht auch noch was. Ich fühle mich gerade echt komisch. Schwitze wie ein Schwein. Arm ganz rot und schwarz. Wo sie mich gebissen haben, kann ich klar denken. Oh, scheiße. Passiert es so? Werde ich zu einem von ihnen? Scheiß drauf, wenn ich draufgehe, dann wie ein echter Mann. Was heißt das genau in seiner Welt? Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Hat er sich erschossen? Ah ja, okay. Na gut. Kann ich verstehen. Pilzzombie werden es möglicherweise sehr, sehr unangenehm. Da kann man schon lieber sich erschießen. Habe ich volles Verständnis. Catcam! Na, 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 Catcam! Ja, kleiner Wuschelkater. Ich muss jetzt aber weiterspielen, Katerchen. Du kannst hier gern liegen bleiben, aber ich kann dich nicht mehr streicheln, leider. Außerdem bleiben deine Haare schon wieder im Popschutz hängen. Und dann habe ich die wieder alle in der Nase. Kleiner. Ja. Nee, nicht ans Mikrofon. Oh Gott, ey. Zum Glück sind gerade keine Zombies da. Ich finde das immer am besten, wenn ich Let's Plays aufnehme und ich muss gleichzeitig gegen die Katzen und die Gegner im Spiel kämpfen. Das kommt nicht selten vor. Moment mal, ich habe das Gefühl, hier sind zwei Safe-Räume nebeneinander und ich komme nicht mehr raus. Hilfe! Okay. Sind wir dann hier fertig? War es das? Ich glaube schon. Moin Crusader, Dankeschön! ...45 Bits ins Glas. Yeah. Dankeschön. Ich kann den Chat nicht mehr richtig lesen wegen der Katze. Ich versuche gerade so ein bisschen nachzuholen. Genau, momentan bitte nicht spoilen, wenn möglich. Für 10 Punkte ist das Gameplay zu repetitiv, sagt Metatron. Ja, das ist ja ein Kritikpunkt, den ich oft gehört habe. Da bin ich gespannt.
Mir macht nämlich das Gameplay eigentlich schon Spaß. Third-Person-Shooter gefällt mir. Ich bin nicht so der Stealth-Spieler, aber der erste Teil hat mir ja schon gezeigt, dass man es durchaus auch etwas actionorientierter spielen kann, wenn man will, wenn man die Munition hat, wenn man die Waffen hat, wenn man da sparsam umgeht, beziehungsweise gut lootet und gut craftet, geht das schon. Also gut, du machst irgendwas und ich auch. Und dann kriegen wir das schon hin. Das ist doch ein gut ausformulierter Plan. Du übernimmst den Klicker und ich die ganzen harmlosen Gegner. Was sagst du dazu? Das ist doch eine Idee, oder? Oh, Schere. Eine Viertelschere. Ich finde das immer super. Was soll ich mir unter einer Viertelschere vorstellen? Und wie kann ich die fürs Craften benutzen? Und warum ist es also eine Viertelklinge quasi? Naja. So. Ja. Okay. Klicker. Oh, shit. Gut, das war mein einziger Schuss mit der Pumpgun. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Hä, warte mal, Waffe wechseln, draufbleiben. Ah, warte, okay. Jetzt. Aha, ich habe da drüben noch einen Revolver. Ist das irgend so ein Pre-Order-Zeugs oder warum habe ich den... Weiß ich nicht. Ich habe eigentlich irgendeine Erweiterung wegen Pre-Order. Keine Waffe. Naja, kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall haben wir quasi einen Revolver mit Trommelmagazin und so eine andere Pistole. So eine normale mit Steckmagazin. Man merkt, ich bin ein ganz schöner Waffenexperte. Hey, wenn es noch wie früher wäre, was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt eine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff. Oh, ach ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Also ich hätte auch lieber ein Raumschiff als eine Farm. Aber... Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. Okay, suchen wir das Benzin. Aber warum nicht beides? Warum nicht eine Farm in einem Raumschiff? Weltraumfarm. Das macht sogar ziemlich viel Sinn, dass man Pflanzen an Bord seines Raumschiffs hat. Wegen Sauerstoff und Nahrung. Eine Art Kuppel. Meinst du das da? Ja, ich weiß. Ja, du hast recht. Da wäre ich jetzt, glaube ich, auch hingegangen. Ist jetzt, ne? Auf der Karte. Aha, hier sind zwei. Ah ja, genau, die haben ja gesagt, entweder Dingsy oder Bumsy, ne? Aber dann gehen wir jetzt hier rein, weil hier sind wir schon. Rationsausgabezentrum. In Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Manche wurden es. Na los, finden wir einen Eingang. Das ist ja auch ein Punkt, den du ansprichst, Federhawk, weil das ist immer so eine Sache, weil Videospiele einfach, das sage ich ja. Andrew hat das hier mehr als gesichert. In Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Weil Videospiele einfach so ein irre komplexes Medium sind, das auf so vielen Ebenen quasi funktioniert. Gibt halt da auch super unterschiedliche Wahrnehmungen von ein und dem gleichen Spiel. Weil ich zum Beispiel eben traditionell eigentlich eher voll der Gameplay-Kerl bin, der erst über die Jahre schon krass. Langsam quasi eine Schockbombe, okay, Story in Videospielen hat schätzen gelernt. Früher war das für mich immer nervig, wenn Spiele Story und Cutscenes haben. Ich wollte gutes Gameplay. Das hat sich ein bisschen verändert jetzt, aber... trotzdem ist Gameplay mir immer noch sehr wichtig. Ein Spiel kann aussehen wie Kacke, keine Story haben, wenn's Gameplay stimmt, Top-Spiel. Und gleichzeitig kann das Spiel mit der besten Story mich nicht begeistern oder selten. Manchmal doch, aber selten, wenn's kein oder schlechtes Gameplay hat. Und andere nehmen das halt komplett anders wahr. Für die ist Gameplay eher was, wo sie sich denken, wo ist der Skip-Boss-Knopf oder wo ist der Super-Easy-Modus?
Deswegen ist das immer echt einfach auch schwierig, da so einheitliche Bewertungen auszusprechen, weil es ist einfach, ne? Zum Beispiel Disco Elysium fasziniert mich wieder hauptsächlich, weil es so verdammt gut geschrieben ist, einfach nur. Weil es Spaß macht, die Texte zu lesen, weil sie so schön geschrieben sind, weil die Welt, die Charaktere so interessant sind. Ganz was anderes wieder. Also auch für mich untypisch, aber das begeistert mich dann wieder. Wobei man da wieder sagen müsste, das Gameplay ist eigentlich nur die richtige Dialogoption auswählen im Endeffekt und ein bisschen rumgehen. Private Miller, wir haben unsere Informationen über ein aktives WLF. Warum sage ich bei WLF immer F? Warum will ich immer mit F anfangen? WLF-Versteck an der Ecke Spring und 5. Sammeln Sie alle Ihre im Sektor verfügbaren Soldaten und begeben Sie so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen. Sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Ankunft. Da haben wir schon das Problem, lieber Sergeant Ward. Und deswegen gab es dann Ausschreitungen und Überfälle und ihr seid jetzt alle tot. Exekutieren Sie alle Verdächtigen. Da liegt der Fehler. Da liegt der Fehler. Wenn man so anfängt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis alle durchdrehen und sich gegenseitig fressen. Und so ist es dann auch gekommen. Leute auf Verdacht hin, auf Gutdünken mal öffentlich exekutieren, das macht die meisten Leute ein bisschen wütend, nämlich. Das geht auf Dauer nicht gut. So. Stimmt. Du. Ich kann mir den Namen nicht merken. Daisy. Irgendwas mit D, glaube ich. Runter. Haben wir eine neue... Genau, wir haben eine neue Sidequest bekommen. Kann ich... Das ist jetzt eine wichtige Frage. Kann ich auch, nachdem ich jetzt hier die Hauptstelle untersucht habe, trotzdem noch die Nebenstelle machen? Ich hoffe es mal sehr. Aber das würde mich ein bisschen nerven. Vor allem gibt es zwei Hauptstellen, die ich mir beide gerne ansehen würde eigentlich. Aber wahrscheinlich, oder? Macht das, aber das ist jetzt auch, ich meine, das ist auch irgendwie ganz interessant. Das gab es ja im Vorgänger auch nicht, dass es so kleine Welten gibt, so kleine offene Welten. Das ist ja was, das auch Uncharted 4, der letzte Teil, eingeführt hat, dass es quasi mehrere größere Areale gibt. Kann ich machen, das ist gut. Kommst du da durch? Okay, ich halte das. Shit, infizierter. Das finde ich auch interessant. Ich meine, das ist voll nachvollziehbar, aber das finde ich interessant, dass du wegen den 90er Jahren Vorurteile gegen Spiele mit Speicherständen hattest, weil die Extrakosten für die Module verursachen. Und dass man dann wegen sowas so eine negative Prägung auf so ein Feature hat wie Speicherstände, finde ich... Interessant und witzig und eben auch nachvollziehbar. Sowas hat wahrscheinlich, haben die meisten irgendwie so Vorurteile oder so negative Konnotationen von irgendwas, die eigentlich gar nicht mehr begründet sind, aber mal waren früher. Sowas finde ich immer interessant. Im Grunde war es bei mir ein bisschen so mit diesem Spiel im Vorfeld. Ich habe nämlich allein dadurch, dass die Trailer... So mit der Story werben und mit der Handlung, mit den Figuren, bin ich davon ausgegangen, dass wahrscheinlich das Gameplay scheiße ist. Einfach nur, weil es ein storylastiges Spiel ist. Vorurteil einfach nur. Aufgrund von meiner Erfahrung von früher. Kann man hier wirklich jetzt durchs hohe Gras schleichen? Gehen wir jetzt wirklich so stark in Ubisoft-Formel-Territorium-Spiel? Meinetwegen. Mach doch, was du willst. Na, man kann auch durchs nicht ganz so hohe Gras kriechen, ich verstehe. Das gefällt mir nicht. Das ist mindestens ein Klicker, wenn nicht sogar zwei Klicker, ne? Hören Klicker, wenn ich krieche? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Kann ich Klicker auch im Liegen stealth killen?
Ja, kann ich, aber ist gerade ungünstig. Ich bleib mal liegen und hoffe... Oh, oh. Falsch gehofft. Damage. Ich komm schon, ich komm schon. Doch halten. Vielen Dank. Bitteschön. Das ist also nicht wie in Splinter Cell damals, wo man einfach, solange man im dunklen Bereich ist, unsichtbar ist. Und wenn die Gegner quasi dich anstarren, vor dir stehend. Doch alles gesäubert. Na gut. Vielleicht haben sie es nicht geschafft. Vielleicht suchen wir das Benzin. Das war in Splinter Cell schon lustig. Wenn dir die Anzeige zeigt, du bist in vollständiger Dunkelheit, dann warst du quasi nicht existent für die Bots. Und wenn die dich angerempelt haben, es war wurscht. Nicht wirklich, aber schon fast. Da könnte man sich wenigstens drauf verlassen. Immerhin. Wie bei Witcher 3. Gameplay, Story top, Gameplay flop. Ja, genau, das stimmt leider. Das ist wirklich leider so. Ich mag Witcher 3 echt gern, weil einige Quests und so und die Charaktere sind einfach super toll. Wirklich toll. Hat mir auch Spaß gemacht. Aber das Gameplay ist halt wirklich monoton und stumpf. Es ist jetzt nicht total schlecht oder so. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, wie kann man sowas machen? Aber es ist halt so, dass ich mir denke, naja, haben die halt auf ihr Storyspiel ein bisschen Knöpfchen drücken draufgeklatscht, damit man was zu tun hat. So ein bisschen fühlt es sich für mich an. Das sieht eher wie eine Kirche aus. Was soll das sein? Rathaus. Ja gut, okay, Rathaus kann auch sein. Stimmt. Aber die Todespirouetten sind auf der anderen Seite schon ziemlich cool. Hey, Ellie. Das hier ist eine Synagoge. Ah, eine Synagoge. Ja, jetzt sehe ich die typischen... Sind das eigentlich Kerzenständer oder so? Ich kenne mich nicht aus. Tut mir leid. So. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst, nach dem Ausbruch? Das und die Inquisition und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Bin auf Teil 4 gespannt. Ist ja inoffiziell bestätigt. Ja, aber ist nicht auch bestätigt inoffiziell, dass es nicht mehr um Geralt gehen wird? Es ist nicht wirklich ein Teil 4. Es ist nur ein neues Spiel im Witcher-Universum. Wenn meine Informationen da noch stimmen. Was ich ziemlich interessant finde. Ich finde das eigentlich auch gut, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt. Weil die Witcher-Trilogie ist so eine schöne Trilogie. Ich weiß gar nicht, da läuft man Gefahr, finde ich, dass man mit einem vierten Teil was dran klatscht, was sich dann wie ein Fremdkörper anfühlt. Da finde ich es mutig und gut, wenn die sagen, nee, komm, lass uns jetzt einen anderen Aspekt der Witcher-Welt erzählen, mit neuen Figuren oder so. Finde ich gut. Hier ist Benzin. Ich muss nur hinkommen. Also, wirklich. Nimm deinen Rucksack ab und dann, wir passen da sowas von durch. Guckt euch das bitte an. Guckt euch das bitte an. Ah, na gut. Dann halt nicht. Dann schauen wir mal, ob hier... Bei Resident Evil wäre jetzt hier ein geheimer Knopf bei dem Podest, aber leider ist hier leider keiner anscheinend. Dunkelheit ist immer schlecht. Dunkelheit und man hätte einfach, um der Pilzinfektion Einhalt zu gebieten, überall riesige Fenster und gut durchlüftete Strömungen in die Luftströmungsmöglichkeiten einbauen müssen in die einzelnen Häuser. Und schon hätte sich der Pilz nicht mehr festsetzen können, zumindest. Keine Sporen mehr verbreiten.
Flammable Explosive. Okay, das will ich sehen. Na gut, ich verbrauche nicht noch mehr Munition dafür. Ah, ich kann da drüber. Ich verstehe. Ja! Na dann mal los. Ach, Gott verdammt. Hey, also bitte. Das ist dein Haus Gottes. Er ist leer. Gott ist leer. Ja, habe ich auch das Gefühl. Versuchen wir unser Glück im Gerichtsparkhaus. Verschwinden wir hier. Aha. Hier haben wir jetzt quasi den Sammeltrichter-Transport-Dingens gefunden. Und beim anderen Haus finden wir das tatsächliche Benzin dann. Dann habe ich es ja zufälligerweise in der richtigen Reihenfolge gemacht wahrscheinlich. Oder wäre es dann vielleicht... Das wäre clever. Das wäre clever. Je nachdem, wo man zuerst hingeht, ist der Tank leer. Das wäre gut, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Und dann auch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich. Nur so für mich.